Die ständig steigenden Anforderungen an die Gebrauchswerteigenschaften von Nutzfahrzeugen und deren Ökonomie sowie die technische Weiterentwicklung auf dem Gebiet des Fahrzeugbaus werden durch die Automobilbauer aus Ludwigsfelde bei der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung des IVW 50 berücksichtigt. Ausgehend vom Grundtyp des IVW 50 Pritschenfahrzeuges entwickelt und baut das IFA Automobilwerk eine Vielzahl von Varianten für den rationellen Einsatz im Transportwesen, Landwirtschaft und Industrie. Das Herz aller IFA W50 Fahrzeuge ist der Motor 4VD mit Meurer System. Er wird im IFA Motorenwerk Nordhausen gefertigt, dem größten Dieselmotorenhersteller unserer Republik. Containerversand verkürzt um ein Vielfaches die Umschlagzeiten des Produktes. Im Automobilwerk Ludwigsfelde wird der Motor zur weiteren Verwendung am Montageband aufbewahrt und mit weiteren Baugruppen versehen. Ein hoher Standardisierungsgrad des Fahrgestells ermöglicht dem IFA Automobilwerk Ludwigsfelde und weiteren Kooperationsbetrieben, mehr als 60 verschiedene Aufbauvarianten auf den Markt zu bringen. Jedes Fahrzeug wird von versierten IFA-Vertriebskräften dem Kunden erläutert und vorgeführt.